Servus Leute! Hallo! Heute zocke ich das Beholder-Demo auf der Gamescom kennengelernt. Zusammen mit Kaiserin Franzi. Kaiser Franz, aha, wie auch immer. Kennt ihr vielleicht von meinem anderen Kanal, falls ihr mal geguckt habt. Oh ja, das Spiel ist laut. Also ich habe jetzt leiser gemacht. Ja, das werde ich auch. Welcome. For your blog or your video channel. Okay. Bitte angeben, dass das die Beta-Version ist. Leute, das ist die Beta-Version. Ups. Oh, die ist ganz hin und her geklickt. So, ich muss den Bruder mal ein bisschen leiser machen hier. Game. Music Volume. Komm mir vor, als wo die ununterbrochen brüllen hier. Sprache kann man auch ändern. Auf Englisch oder Russisch? Das ist auf jeden Fall hilfreich. Übernehmen. So, legen wir los. Ich helfe dir so ein bisschen. Ja, musst du. So, ich erkläre nochmal kurz, worum es in diesem Spiel geht. So, und weiter geht's. Okay. Na, also man ist halt... wie war denn das noch genau? Man lebt halt in so einem Haus, in so einem Mietshaus und ist entweder so ein Spion, also der andere ausspioniert hier und an der Polizei verrät, oder spielt halt einen Polizisten, der halt so ein bisschen auf die Leute drangsaliert und dergleichen. Irgendwie so war das doch, ne? Ich weiß es nicht mehr. Alles klar. Auf jeden Fall so ein bisschen Film-Noir-mäßig. Ich klicke jetzt mal auf New Game. Es lädt am Tun. Okay. Dear Karlstein, we are happy to announce you've been appointed the landlord of Class D apartment block in Kruszwice 6. You must go to there immediately and begin working. We have given you and your family an apartment on the first floor. The experimental drug we injected into your system during your medical exam suppresses your need for sleep, thus you will be able to spend more time serving your motherland. Welcome to the Elite Official Rank, Ministry of Allocation. Also, hier steht, sehr geehrter Karl Stein, also ich lese das jetzt nicht direkt vor, ich erkläre nur, was ich, also du bist jetzt hier zum, was ist ein Landlord? Vermieter, Klasse D Apartment, ein Block, Apartment Block, Kruszwice 6, ist wohl eine Straße oder so. Du musst da sofort hingehen. Und du hast ein Apartment bekommen, also eine Wohnung im ersten Stock für dich und deine Familie. Und du hast eine Droge reinbekommen, die halt in deinem Blutsystem unterwegs ist. Und die unterdrückt dein Bedürfnis nach Schlaf. Dadurch kannst du halt länger deinem Mutterland dienen. Oder besser deinem Mutterland dienen. Ne? Ja. Press any key to continue. Wo ist diese any key? So. Los geht's. Oh, dear Karlstein, we are happy to announce you've been appointed a landlord of the Class D apartment block on Kruszwice 6. Jetzt sagt er alles normal, bist du verstanden? You must arrive there immediately and start working. Da haben die Kinder schon immer angestellt. You and your family are given an apartment on the first floor. The experimental medicine you've been injected with during the medical checkout suppresses your need for sleep. Thus, you will be able to spend more time serving your motherland. Polizisten sehen irgendwie finster aus, ne? Schnaufi. Ich hatte ja letztens noch so ein kurzes Video gesehen. Wo einer über so ein, das war auch so ein kurzes, da malt einer über so ein Plakat in roter Farbe, das ist die einzige Farbe, die da zu sehen war. Freiheit, ne?
Und so ein Mädchen hat da gespielt und ihr fiel der Ball die Treppe runter und landete vor dem Typen. Also in dem Eimer, und die Farbe war halt umgekippt und dann war der Eimer rot, ne? Und dann hat sie den verraten. Dann wurde er geschnappt. Welcome to the elite official rank. Ministry of Allocation. Ja, irgendwie ging das jetzt aus hier, das Gespräch. What the tits, dieses verkackte Skype. Hallo? Ja. Hast du mich noch gehört, was ich gesagt habe? Nö, ich krieg. Oh, jetzt habe ich's auf. Also manchmal spinnt das hier alles so ein bisschen. Oh. So, können wir weitermachen? Ja, ich habe ja eben was gesagt. Also Ich habe es nicht verstanden, habe ich nicht mehr gehört. in der Beschreibung stand da, dass es auch auf Deutsch gibt, aber ich nehme an, das ist dann in der normalen Version. Ja, ich denke auch. 3 Tage noch. 3 Tage kann man das spielen hier. Also Ach in so. 3 Tagen ist Beta zu Ende. Okay. Gut. Legen wir mal los. This is your boss. Click on him to begin talking. When there is an Dings hier, exclamation mark, weil die NPC, ja, ich kann eigentlich besser Englisch lesen als sprechen. She has a quest for you. Okay, also Ausrufezeichen, wie man es so aus Questen kennt, also aus Spielen mit Quests, Ausrufezeichen bedeutet immer, dann kann man eine Quest annehmen. Musst du den Typen jetzt anklicken. Du musst Karl sein, guten Abend. Okay, muss man jetzt immer wieder raufklicken. Okay, der begrüßt dich jetzt zu seiner neuen Position. Was ist los? Wir vertreiben Leute, die uns ja, ankotzen aus diesem Haus. Das geht dich nichts an. Object oder zustimmen? Zustimmen, agree. Wie Sie wünschen. Dein Vorgänger war nicht in der Lage, mit den einfachsten Dingen hier klar, fertig zu werden. Wenn eine Person einen wichtigen Sitz hier inne hat oder eine wichtige Position und nicht mal mit den einfachsten Dingen umgehen kann oder nicht mal mit den einfachsten Dingen fertig werden kann, dann kann man hier nicht klarkommen. Er hat das absichtlich gemacht, bedeutet, er ist ein Außenseiter geworden. Was? Alles, was jetzt die Leute hier machen, ist deine Angelegenheit. Und das Wort alles bedeutet? Das Wort alles bedeutet absolut alles. Du wirst jeden ihrer Schritte verfolgen und jede, wie sagt man, suspicious, was gibt, wie heißt das? Jede ungewöhnliche oder fragwürdige Aktivität dokumentieren. Das ist, wenn du eine gute Reputation als öffentlichen Diener haben willst oder als öffentlichen. Ja, so. Bist du noch da? Warum ist das eigentlich bei dir ausgegangen gerade? Wie fast ausgegangen. Skype. War das bei mir? Ich denke schon. Ich weiß nicht. Naja, wie auch immer. Wenn du ein perfekter Beobachter werden willst oder Beobachter sein willst, dokumentiere Hobbys, Interessen und und sogar Gespräche. Wie kann ich das machen? Observieren und aufnehmen. Überwachungskameras werden helfen. Lass uns von vorne anfangen. Hast du je ein Apartmenthaus gemanagt hier? Wie sagt man das? Ne? Betreut? Brauchst du meine Hilfe? Nach Hilfe fragen, Tutorial benutzen oder ablehnen, Tutorial nicht benutzen, also nicht machen. Also ask for help. Hallo? Ich weiß nicht. Klickst du auch auf den Typen, ne? Sag einfach, was du
was du willst. Ask for help. Use the tutorial. I need your help. Ich werde dir helfen. Aber halte deine Augen offen und verpasse und lass also ne? Nichts verpassen. So, hier ist ein Pflichtjournal. It's located on the right side of the screen. Ja, das sieht man hier, okay. Durch die Tabs scrollen und sich das anschauen. A session. Okay, mit dem Boss reden. Das andere ist... Ah! Da, wo die Menschen sind, ne? Da sieht man, wer der in den Apartments lebt. Und Vacancy bedeutet, das sind freie Apartments. Ach guck mal, du kannst sogar auf die Menschen klicken und dann steht da Alter und sowas alles. Maria Schimmer, Alter 35, Literaturlehrerin. Und darunter steht dann Ex-Besitzers Frau. Ups. Mhm. Was ist denn das Megafon? Also das Megafon ist Government, die Anweisung der Regierung, Direktive Nummer 6038 von dem Jahr, also ab dem Jahr, ab dem 1. September 1984, alle Äpfel müssen zerstört werden, es ist illegal, sie zu lagern oder zu konsumieren. Darunter ist auch 1. September 1984, das Witzige ist 1984, wie der Film so, ne, oder wie das Buch, wo alles überwacht wurde. Ja. Es ging das Gesetz, Kriminellen Unterschlupf zu bieten oder ihre Aktion zu vertuschen. Was ist das andere? Aha. Da steht also, für was du da Bestrafung bekommst und so. Okay. Das ist das Und was ist das letzte sind die Nachrichten. Gut, kann man sich halbwegs im Kopf behalten. Ich klicke mal weiter an den Typen hier. Dann werden wir uns weiter unterhalten. Quests. Jetzt ging das auf hier. Talk with your boss. Okay, hier kann ich irgendwie gerade nichts klicken. Jetzt macht er drei Punkte hier. Okay, lass uns zurück zur Überwachung gehen. Stell deine Überwachungskamera oder verteile die Überwachungskameras in deinem Haus, um deine Arbeit zu erleichtern. Ist denn die Überwachung? Ja, ich lese das hier gerade ja noch ist ja nichts hier los. Laut unserer Dokumentation, also unseren Aufzeichnungen, hat ihr Vorgänger zwei von ihnen erhalten. Finden Sie sie in Ihrem Büro, welches auf der rechten Seite von diesem Raum ist. Achso, man kann wohl da reinklicken. Irgendwie muss er sich doch bewegen können. Ah, okay, ich habe auf den Bogen geklickt, er hat sich ein bisschen bewegt. Ja, irgendwie müssen wir die finden. In diesem Raum. Auf der rechten Seite in diesem Raum, ja. Also, da geht schon mal los. Der läuft hier rum. Ach so, du kannst die, wenn du in das Bild klickst und mit links die linke Taste hältst, dann kannst du nach links und rechts ziehen und mehr vom Bild sehen. Ach. Weißt du, was ich meine? Ja. Gut, jetzt sehe ich auch das Büro. Ja, alles klar.
Du kannst die Möbel durchsuchen, auf den Schreibtisch klicken und dann das Vergrößerungsglas benutzen. Jetzt läuft er rüber. Ah, ja. Zwei Videokameras im Schreibtisch, okay. Um alles aufzunehmen. Muss ich mir jetzt rüberziehen hier oder Doppelklick drauf oder? Achso, nehmen, klicken und ein Take. Und die andere auch. Jetzt habe ich zwei davon. Jetzt wieder zurück zum Boss. Neue Direktiven sind da. Klick mal auf diesen rechten Reiter da, wo diese Reiter sind, auf das Megafon. Okay, da steht jetzt nur eine neue Direktive. Vor dem Ministerium der Ordnung zu singen ist verboten. Okay. Gut zu wissen. Und wieder zurück zu unserem Chef hier. Nach links. So, jetzt läuft er rüber. Witzig, wie die reden. Gut, du hast die Kameras gefunden. Installiere sie im Esszimmer. Folge mir. Okay. End the conversation. Jetzt muss man dem hinterherlaufen. Echt? Geht aber schnell mit dir. Smoke Detector, ah, alles klar. Kamera installieren. Also, was heißt hier Smoke Detector? Rauchmelder. So, eine ist drin. Wo hast denn die andere hingemacht? Auch ein Rauchmelder. Du musst das Bild ein bisschen hoch. Ach, hier, ah, okay, Da ist weiter. auch Weiter auf vorne, der ja. rechten Seite. Das klingt witzig, ne? Oh, man kann auch ein bisschen rauszoomen. Aber wir haben was dazu gelernt. Das machen Sie gut. Hier ist Ihre erste Belohnung. Oh, ich habe Geld bekommen und was ist denn das andere? Ach so, Rufpunkte, Reputation Points. Rap, wie man so sagt. Ah, du kriegst mehr Überwachungskameras, wenn du mehr Reputation hast. Soll er bewachen? Ja. Rufpunkte zeigen deine Reputation. Du erhältst sie, wenn du Aufgaben erfüllst. Du kannst sie auch für normales Personal, also um Personal zu bekommen, um die Leute zu überwachen, also auszuhorchen, die um dich herum sind, um zu wissen, was sie so machen. Ja, oder so, naja. Unglücklicherweise habe ich Probleme, um mit dem Ministerium hier umzugehen. Also, ne, so. Ich im Englischen ist das anders als ein bisschen im Deutschen. Also, aber ich glaube, die meisten verstehen schon, was ich eigentlich meine hier. Was ich so für dünn für Zeug so von mich gebe. Okay, aber wie auch immer, Sie können mich jederzeit aus Ihrem Büro anrufen, wenn Sie Ihre Privatverbindung benutzen. Nebenbei, Karl, ich empfehle Ihnen, also empfehle Ihnen wichtigstens, strengstens, Ihr Telefon zu beantworten, also wenn es klingelt, ne, ranzugehen. Vergessen, denken Sie daran, Sie und ich dienen unseren großartigen Leuten oder Volk. Und die Erfüllung der Direktiven und Befehle vom Ministerium sind unser Brot, Wasser und Luft. Ihr Vorgänger konnte mit vielen Dingen nicht umgehen oder konnte viele Dinge nicht erledigen. Wir hoffen, dass Sie das besser können. Sagen Sie mir wie.
Als allererstes die Einwohner hier, also die Mieter, immer beobachten, so nah wie möglich. Also, weiß schon, was ich meine. Und einen Bericht schreiben, sobald sie irgendwelche Informationen gesammelt haben. Die Polizei wird sich um den Rest kümmern. Wir wissen ja, wie das aussieht dann. Zwischen uns gesagt, unser großartiger Staat kann sich sehr dankbar schätzen, kann sich sehr dankbar gegenüber denen schätzen, die ihre Arbeit gut machen. So. Glücklich schätzen. So. Okay, kurz gesagt hier, das Ministerium drückt doch mal ein Auge zu, wenn du ein bisschen übers Gesetz hinauslegst, um deine Sache hier zu erledigen. So. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich sehe auch, ich glaube, du kannst hier für das Ingame-Geld und Reputation kannst du da auf diesem Einkaufskorb, weil da steht der Store, kannst du wohl Sachen kaufen. So, ich klicke nochmal weiter auf den. Ich mache mein Bestes. Ich tue mein Bestes. Du hast ja auch die Möglichkeit, das abzulehnen, also eigentlich so konträr zu antworten, ne? Hat er ja auch gesagt damals auf der Gamescom, der... Naja. Ich mag ihren Enthusiasmus. Wie wollen wir denn eigentlich spielen? Wollen wir jetzt so richtig nach Linie spielen, oder wie? Oder? Nach Linie. Naja, alles machen, was er sagt, so schöne Untergebene hier, oder? Oder mehr so, nee, mache ich nicht, oder was? Wie du willst. Na, wir machen es erstmal schön nach Linie. Ja. Ich mag ihren Enthusiasmus. Would be slow to call our department. Achso, sie müssen aber nicht unbedingt bei jedem Mal unsere Abteilung anrufen. Sie können auch ihren Tutor nach um Rat fragen. Also Lehrer, Teacher, Dingsbums. Eine letzte Instruktion. Den Schlüssel, den ich Ihnen gegeben habe, öffnet jede Tür in dem Gebäude. Jede Tür. Das ist ja mein Schlüssel. Gehen Sie sicher, dass Ihre zu überwachenden ihre Mieter hier Ihr Apartment verlassen, bevor Sie reingehen. Viele Einwohner denken, Ihr Privatleben ist Ihre eigene Angelegenheit. Jetzt gehen Sie zur Arbeit. Sie sind ein neugieriger Kollege Carl. Da ist schon wieder irgendwas, da leuchtet was jetzt. I like this feature, it's good for your work. Oh, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was das war. Telefon ist das, glaube ich. Machen Sie keine Gedanken, ich rufe oft an. Ich hoffe, unsere zukünftigen Gespräche werden so angenehm wie dieses hier. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, mal was machen hier. Jetzt erstmal wieder rum. Ach nee, hier Telefon tatsächlich. Im Büro. Ach, da kommt er schon. Okay, Anruf akzeptiert. Hallo Carl. Sie haben Ihre Hauptaufgaben gelernt, Ihre Pflichten. Sind Sie bereit, eine Aufgabe zu erhalten? Ready for task oder help? Also bereit für die Aufgabe, ja? Überwachung in Apartment 2. Jakob Manischek lebt dort. Okay. Sie können immer Kameras, die sie brauchen, hier im Staatsladen kaufen. Das ist wohl das Ding da oben. Immer rein, also immer erst ins Apartment, wenn derjenige nicht zu Hause ist und wenn keiner da ist, und vorsichtig sein, ne? Use the mouse to adjust the scale. Ach, guck mal, jetzt kannst du rausscrollen und siehst viel mehr davon. Ne? Was ist
Habe ich doch. Was habe ich denn gerade gesagt? Du kannst rauszoomen. Dann siehst du mehr vom Bild. Also noch mehr. Ach so, ja. So, jetzt hätte ich mal auf diese Tochter geklickt, die will irgendwie mit mir spielen. Nicht jetzt, Martha. Okay. Frag mal im Haus. So. Magst du unser neues Zuhause? Ich lag sehr, es ist groß und du? Hier. Oh, lag im Tu. Wir haben drei Räume, drei Zimmer. Wir hatten früher nur eins. Jetzt haben wir ein Fernsehen. Wenn sie uns den Fernseher wegnehmen. Paps. Nee. Wird keiner nehmen. Patrick sagt manchmal, zeigen Sie einen Cartoon. Okay, ach ja, erstmal Überwachungskameras kaufen. Kameras kaufen. Ja. Wie viele? Weiß ich gar nicht. Ich sage erstmal zwei. Ich kaufe jetzt zwei und wir müssen jetzt auch ins Apartment zwei. Auf der Straße steht irgendeiner, der hat so ein Gelddings da. Und irgendwer telefoniert hier, meine Frau telefoniert. Jetzt hat sie aufgelegt. Ah, jetzt habe ich hier über die Arbeit reden, Dialog beenden. Dialog beenden. So, erstmal raus hier. Die redet wohl immer heimlich. Guck mal, die hört nämlich auf, wenn ich so zu ihr rüber gucke. Was für eine. Gibt's doch gar nicht. So, rausscrollen. Apartment 2. Guck mal, ich bin schon oben. Ich bin jetzt Apartment 2, aber ich weiß nicht, welche Seite das ist. Apartment 2. Jakob Manischek. Wo steht das, welches Apartment? Das sind so Zahlen. Ich bin ein zu hoch. Ich sehe ihn da unten. Ich bin eins zu hoch gegangen. Ich muss eins weiter runter. Woher weiß ich jetzt, ob der zu Hause ist? Ich glaube, der ist draußen, oder? Jetzt geht hier gerade so eine Frau raus. Ah, der Typ ist oben. Der sitzt im oberen Apartment. Schnell rein hier. Klopfen? Ach, man kann auch klopfen oder hier ist so ein Auge. Weiß nicht, was das heißt. Ach, du kannst mit dem Auge, kannst du durch das Apartment gucken und schauen, ob jemand da ist. Er scheint jetzt gerade nicht da zu sein. Also schnell den Schlüssel benutzen. Schnell rein hier. Ah, hier ist ein Rauchmelder. Kamera ran. Zack. Okay, ich habe eine dran. Ich glaube, mehr geht auch nicht. Schnell wieder raus hier. Der kommt nach Hause. Echt? Ja. Benutz doch diese Scheißtür, du Lappen. Okay, jetzt bin ich rausgegangen. Hier ist noch eine Pflanze, was kann man damit machen? Untersuchen. Was war denn hier drin? Eine Zahnbürste. Oh, ich nehme die erstmal mit. Hier ist noch so ein Plakat. Das kann man abmachen. Ne, irgendwie geht das doch nicht so ganz. Hier kommen die ganze Zeit immer irgendwelche Direktiven. Es ist illegal, alte oder getragene Klamotten zu besitzen. Es ist illegal, ausländische Währung zu benutzen. Ja, du kannst hier sogar Apartments reparieren. Das ist immer interessant. Scheiße.
Was denn? Der ist nach Hause gekommen. Und du bist drin. Echt jetzt? Und ja, was jetzt? Ich bin raus. Einfach rausgegangen? Ja, aber ob er das ist auch die Frage. Das war so ein dünner, hagerer, älterer Herr irgendwie so. Okay, ich gehe jetzt auch noch mal rein, kurz. Weil ich sehe gerade, ich hatte... Oh, er kommt nach Hause. Oh, geh mal rein hier. Schnell rein. Geh wieder rein. Weil ich sehe gerade, ich hatte hier eine Aufgabe. Ich nehme erstmal alles mit. Nehme erstmal alles, du kannst ja alles durchsuchen, ne? Ich habe nicht durchsucht, das hatte ich zuerst nicht. Okay, TV ist überhaupt nichts. Tisch. Durchsuchen. Das ist natürlich interessant, so kriegst du natürlich Informationen zusammen. Ah, ist sehr interessant. Okay, im Stuhl war nix. Schnell ins Regal gucken. Auch nix. Bett. Vielleicht hat er da schlimme Heftchen oder so. Auch nix. Okay, ich gehe wieder raus hier. So, und jetzt muss man, glaube ich, wieder ins Büro, oder? Ja. Das Telefon. Wir warten auf Ihr Report. Reference. Ach, du kannst hier noch, hast noch so Hilfen, wie du zum Beispiel Apartments reparierst und dass da Leute einziehen können und so, ne? Ich gehe es mal kurz durch. Okay. Okay. Ich habe jetzt mal bei mir selber geguckt, da habe ich eine Brieftasche. Mir fällt gerade was auf. Ich glaube, da steht doch links oben so eine. So eine. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ist doch so eine Uhrzeit da angezeigt, ne? Da ist doch eine Uhr und darunter steht Crime and Punishment. Das ist ja die Quest gerade, ne? Ich glaube, das ist die Zeit, die es dauert, bis das erledigt ist. Du kannst das aber wohl schneller machen, indem du oben die Zeit schneller laufen lässt. Tatsächlich, jetzt läuft sie schneller. Wenn du einmal auf dieses Doppelfall klickst. Ach so. Irgendwie kommt der nicht nach Hause, der Typ. Vier Stunden. Oh, Telefon klingelt. Oh, schnell ans Telefon. Alter, geh ans Telefon. You failed, comrade. Ich hab's nicht geschafft.
Ich muss 250 bezahlen. Da steht hier, wenn deine, also wenn du kein Geld mehr hast, dann wirst du gefeuert. Hast du das geschafft? Ans Telefon zu gehen? Das Ding abzuschließen. Ja, ich glaube ja. Wegen der Kamera, ich weiß nicht. Ja, weil ich 500 Dollar bekommen habe. Wieso habe ich das nicht geschafft? Bei mir steht, ich habe versagt. Bist du die ganze Zeit da oben stehen geblieben oder was? Was hast du gemacht? Ja, ich bin zurück ins Büro und ans Telefon gekommen. Ja, bin ich doch auch. Ich habe die Kamera installiert und habe da das Haus durchsucht, also das Apartment. Muss man das durchsuchen? Ich habe es durchsucht, jedenfalls. Ich habe das nicht durchsucht. Da steht jetzt ein Report, Jakubinschek. Na, ich habe mit dem Ministerium telefoniert und die haben mir gratuliert wegen der Kamera und haben mir Geld gegeben. Ja, laut unseren Quellen, jetzt habe ich was Neues hier bekommen, laut unseren Quellen, verstößt Jakub Manischek gegen die Staatsdirektive. Beobachte ihn, nutzen Sie Ihre Kameras, er wird irgendwas Illegales, er könnte irgendwas Illegales in front of them. Oh, ja. Attach the evidence you gather to your report. Ich hab keinen Report geschrieben, irgendwie wohl. Ja, ich hab's versucht, aber ich weiß nicht. Kann es nicht ab sein. Right report. Wie heiße ich überhaupt? Also ich heiße Karl. Du sollst auch Karl heißen, oder? Patrick Stein. Ach, schreib einen Report, ja genau. Ah, Arbeitsplatz verlassen. Okay. Okay, ich muss jetzt wohl. So, ich schreibe jetzt mal einen Report. Mr. Mrs. Ach nein, das sind doch Einwohner hier, oder? Ich guck grad. Du musst noch angeben, an wen du das senden willst. Oh, jetzt wird's langsam kompliziert. Du kannst hier noch Profile erstellen und so, ne? Der Typ ist jetzt noch zu Hause. Ah, Briefkasten. Brief schreiben. Was ist das? Schnell zum Briefkasten. Jetzt habe ich hier so ein Ding beim Briefkasten. Irgendwas macht er mit Drogen. Der nimmt gerade Drogen.
Okay. Da war einfach nur so Nachrichten drin. Aber diese Überwachungskameras, die kann man direkt nicht benutzen, ne? Die Produktion von Drogen ist verboten. Ah, 6042, der macht gerade Drogen, der stellt da gerade Drogen her. Das kann die hier, aber das ist nicht. Jakob Money Check, okay, jetzt hier aber mal wieder ran an den Schreibtisch. Jetzt kann ich es. An Mr. und Mrs. Wie hieß der Typ? Patrick Stein hieß er so? Ich schick's an Patrick Stein, ist mir jetzt auch. Ich hab vergessen, wie der hieß. Nee, an wen schick ich den Scheiß jetzt? Jakob Manischek, ach so. Mr. Mrs. Jakob Manischek, so. In Apartment Nummer 2 lebt er. Direktive 6042 verletzt. Am 7. September. Achso, 5. Beweismittel im Apartment gefunden. Ich kann das noch nicht abschicken. Ich habe noch kein Beweismittel. Ich muss also was klauen. Weißt du? Ich habe das mit den Drogen. Ja, ich hatte das mit den Drogen in seinem Profil gehabt. In seinem Profil? Ja, von diesem Manischek. Jetzt ist er weg. Jetzt ist mein Report durch. Und der Manischek wohnt da nicht mehr. Und ich habe Kohle bekommen. Jetzt habe ich neue Aufgaben. Unemployed, okay. Kann ich gar nicht. Bei mir ist das irgendwie immer noch nicht durch hier. Scheiße, ich soll die Wohnung reparieren, das kostet Geld. Der macht da Drogen und ich kann nichts machen hier. Ich weiß nicht. Ich komme nicht rein da, weil der noch zu Hause ist, ne? Jetzt geht er ans Telefon. Ich habe nur nicht raufgeklickt. Ich hätte ja schon was gehabt. Ich habe nur nicht raufgeklickt, weil ich nichts klauen wollte. Da stand nämlich Steal. Ja. Und da stand aber auch, dass das nicht erlaubt ist. Der stellt hier Drogen her, ja. Die Sau. Jetzt gucke ich doch durch das Schlüsselloch. Alter, geht der auch mal auf seine Bude? Ich glaube, ich muss das alles ein bisschen schneller machen. Kann man ja auch schneller laufen lassen, oder? Keine Ahnung. Die verschwindet nicht aus seiner scheiß Bude. Jetzt geht er raus, glaube ich. Nee, jetzt telefoniert er schon wieder. Der verlässt diese Wohnung nicht. Was soll ich machen jetzt? Der geht immer hin und her in der Wohnung, dann stellt er wieder Drogen her, dann telefoniert er. Jetzt ist er rausgegangen.
Jetzt habe ich das Spiel angehalten. Ja. Schon wieder Kohle bekommen. Okay, ich guck noch mal kurz durch hier. Gut, er ist nicht da. Mal rein in die Bude hier. Schreibtisch, durchsuchen. Okay, jetzt muss ich alles ganz schnell durchsuchen hier. Kartenspiel, okay. Nichts von Interesse, was ist das andere? Persönliches Tagebuch. Ach, die Zeit kann man auch stoppen. Ja, und wenn du dann wieder auf diesen Fall klickst, dann läuft die normal. Weiter wieder. Jetzt kam der nach Hause wieder. Jetzt fällt ihm auf, dass was fehlt. Jetzt sucht er mich, der sucht mich. Kaiser, der sucht mich. Sowas wie, was war das? Warte mal, die unterhalten sich gerade hier. Ich weiß nicht mehr, was ich ehrlich gesagt habe ich nicht mehr im Kopf genau, was ich ihm genommen habe. Handtücher, leere. Der hat überall irgendwelche so Art Waffen versteckt und so, ne? Ich finde keine Beweise jetzt irgendwie mit Drogen hier. Das war. War das? Das war, glaube ich, im Schlafzimmer. Das ist ja nur so ein Apartment, da kann man ja nirgendwo noch extra reingehen. Ja, da wo das Bett liegt. Oh, ich muss raus hier, der ist schon wieder nach Hause gekommen. Und ich laufe in seiner Wohnung. Ich weiß nicht, wie, ich glaube, ich bin zu blöd hierfür. Ich habe irgendwie nicht genügend Beweise, um hier irgendwas zu machen, weißt du? Warte mal. Jakob Manischek, Apartment 2. Direktive 6042 vom 5. Gesammeltes Material hier einfügen. Ja, hab doch nichts da. Wo ist das überhaupt? To the evidence field. Huh?
Ach so, warte mal. Ich glaube, jetzt habe ich so halb. So. Nochmal, der Typ hier, komm her. Ich kann gar nichts rüberpacken da. Aus meinem Inventar kann ich nichts reinpacken in dieses Beweisfeld. Martha ist sauer. Scheiße. Du musst dich auch um deine Familie kümmern, sonst wird die sauer. Ja, Mann, das ist jetzt. Ich weiß nicht was, ich krieg das nicht fertig hier, ne? Und das nervt mich grad tierisch. Wenn du mir sagen könntest, wo du die Drogen gefunden hast, wäre das hilfreich. Ja, irgendwo da in dem Raum. Also am Bett, im Schrank oder im Bett oder so. Irgendwas habe ich ja da durchsucht. Komm, der soll seine Wohnung verlassen, ich muss rein da. So, jetzt gehe ich noch mal rein. Bett, ja? Aber ich war schon am Bett, da habe ich eigentlich überhaupt nichts gesehen. Hier ist nur eine Brieftasche. Ich habe alles schon mehrfach durchsucht hier, ich finde nichts. Leere Feinflaschen. Stuhl ist auch nichts. Sessel habe ich, der ist leer. Tisch, Sonnenbrille und irgendwie eine Zahnbürste. Nichts drin, ohne Quatsch. Ich krieg das nicht fertig, das nervt mich so. Von ich habe doch die Kamera. Wozu habe ich eigentlich die Kamera, wenn ich soll ja immer irgendwas anhängen, aber ich habe nichts gefunden. Hast du was? Wie sah das aus, was du gefunden hast? Waren das Drogen? Sah es aus wie Drogen oder? Spritze und so ein Bild mit Spritze. Nee, habe ich nicht, einfach nicht hier. Echt? Ja, glaube ich dir auch. Das nervt wohl. Ich verstehe das nicht, deswegen kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur. Ja. Das ist so ein Bildchen wie in diesem Fenster, wenn du das. Directive Nummer 6042. So sah das aus. Und ich habe das in seinem Profil gehabt. Und das habe ich dem Report zugefügt.
Ich frag mich gerade, ob ich die falsche Wohnung angucke, aber Nummer 2, ne? Die eigentlich liegt über uns. Ich glaube, ich kriege das irgendwie nicht fertig hier. Ich habe auch schon mehrmals versucht, die Dinger abzuschicken. Ich habe nichts drin, einfach da, ne? Okay, ich rede gerade mit meiner Frau. Der hat wohl versucht, irgendwie meine Frau anzufummeln. So, kurz mit meiner Tochter reden. Ich versuche nochmal so einen Report jetzt fertig zu kriegen, aber schnell hier, ey. Das nervt ja. Da steht auch immer gesammelte Materialien hier einfügen, ne? Aber da ist auch nichts. Ich kann auch kein Profil von dem erstellen, ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Report schreiben will, geht das nicht, weil ich gar keine Materialien habe hier. Ich habe nichts, ne? Telefonieren soll oder ich weiß nicht. Hier steht immer noch bis Weise sammeln, ne? So, jetzt lässt das schon wieder schneller laufen. So, der Herr ist wieder aus seiner Wohnung. Und wieder rein. Ist das nervig. Ja, aber warum sollte plötzlich da was sein, wo es vorher nicht war? Also ist ja irgendwie unsinnig. Ich hab nichts hier, echt? Hier ist nichts. Das wäre so hilfreich, wenn ich wüsste, wo du es gefunden hast, aber ist auch egal, weil ich habe ja mittlerweile schon alles durchgeguckt hier. Ich finde hier echt nichts. Warum finde ich hier nichts? Das macht mich fertig, echt. Es kommt ja schon wieder nach Hause. Mein Gott, ey, das nervt. Naja, ich glaube, ich muss ja gleich mal irgendwie unterbrechen oder so. Das ist lächerlich. Ich brauche sowas nicht noch länger durchziehen hier so. Was für Scheiße. Oh ja, das war's dann erstmal hier. Na? Ne? Ich war's noch beim Biroler zocken. Bin angepisst.
Ja, ist doch scheiße so. Ey, seit über einer halben Stunde versucht diese Kacke hier fertig zu machen. Viel Spaß noch, Leute. Wir sehen uns. Haut rein. Kackt nicht ein. Bis demnächst.